Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emotar Creators. Falls ihr das gleiche Problem habt, das wir haben, und das habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, nämlich, dass euer Monitor irgendetwas anzeigt mit einem Power-Safe-Mode von eurem Computer oder dass ihr irgendeine Taste drücken sollt, weil euer Computer angeblich im Power-Safe-Mode sein sollte und deswegen der Monitor nicht geht, dann seid ihr bei diesem Video hier genau richtig. Wir werden nämlich heute erklären, was das Problem ist, in den meisten Fällen zumindest, wenn euer Monitor irgendwas von Power-Safe sagt und euer Computer aber in Wahrheit angeschaltet ist. Und wir werden euch heute einfach erklären, was das Problem ist. Ich kann euch gleich schon mal sagen, es liegt meistens nicht am Monitor. Der Monitor ist nicht kaputt und ihr müsst auch nicht irgendwie euren Computer aufschrauben und komplett reinigen, wie das euch viele andere erzählen wollen. Also, falls ihr wissen wollt, wie ihr eben das Power-Safe-Problem umgehen könnt, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen zurück. Das erste, was ich euch einmal zeigen möchte, ist, dass dieser Monitor wirklich angeschlossen ist, beziehungsweise was passiert, wenn wir ihn anschließen. Ihr seht an der Unterseite hier, ich mache das einmal so, dass man das so gut sieht wie möglich. Ihr seht an der Unterseite DVI-Kabel eingesteckt, ganz normal. Und auf der anderen Seite DVI-Kabel ins MacBook eingesteckt, beziehungsweise USB-C-Kabel ins MacBook eingesteckt, so rum. Und wenn wir dann hier einmal dieses Kabel wieder einstecken, ich habe es ja gerade ausgesteckt, so, wenn ich das jetzt hier eingesteckt habe und das Ganze dann ins MacBook einstecke, seht ihr, dass, sobald ich diesen Monitor hier einmal so mache, dass ihr das sehen könnt, dass der Monitor dunkel wird, wie das immer ist, wenn man einen neuen Bildschirm anschließt. Und ihr seht, dieser Bildschirm hier macht nichts. Ihr seht, dass ihr nichts seht. Wenn ich einmal auf irgendeine Taste drücke, dann erscheint hier so ein Text, dass der Computer eben im Power-Safe-Modus ist und dass man noch irgendeine Taste bzw. die Maus bewegen soll, damit man eben hier ein Bild bekommt. Allerdings, wie ihr seht, ich drücke hier auf die Tasten und ich bewege hier die Maus so viel ich will und trotzdem geht der Monitor nicht an. Woran liegt das? Und das ist eigentlich ziemlich schnell beantwortet. Ich kann euch auch mal zeigen. Man kommt hier auch wirklich in kein Menü rein oder sowas beim Monitor. Also auf der Seite können wir eigentlich hier gar nichts einstellen. Der Monitor ist wie tot, sobald man das Kabel einsteckt. Und die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr braucht keinen neuen Monitor. Ihr braucht keinen gereinigten Computer, wie das manche Leute euch hier auf YouTube erzählen. Ihr braucht ein neues Kabel. Beziehungsweise eigentlich ein etwas teureres Kabel oder ein etwas hochwertigeres Kabel, wie auch immer man das nennt. Ganz kurz ein Zwischenschnitt hier aus dem Schnitt. Das hat sich sogar gereimt, klingt nur komisch. Ich wollte nur sagen, dass das Kabel, das neue Kabel, eigentlich gar nicht teurer ist als das alte. Wenn man nämlich das alte auch nur in 1 Meter Länge und das neue genauso in 1 Meter Länge ist, dann war das alte sogar um 5 Cent teurer. Und das neue ist halt jetzt etwas länger, das ist halt 2 Meter lang und deswegen ist es teurer. Aber das Kabel an sich ist nicht wirklich teurer, also auf die Länge gerechnet. Auf jeden Fall solltet ihr ein Kabel nehmen, das ein wenig besser verarbeitet ist, beziehungsweise ein wenig besser funktioniert. Also eigentlich überhaupt funktioniert. Also ich stecke das jetzt einmal hier ein, das neue Kabel, und drehe den Monitor wieder um und stecke das Kabel hier in das MacBook ein. Und sobald ich das getan habe, seht ihr, wunderbar, wir haben ein Bild auf diesem Monitor. Wunderbar, nun funktioniert das Ganze. Doch woran liegt das? Dieses Kabel hier, dieses alte Kabel hier, was ich vorhin verwendet habe, ist absoluter Schrott. Dieses Kabel ist einfach nicht richtig funktional, nicht funktionsfähig, kaputt, beziehungsweise wird so einfach geliefert. Das kann funktionieren bei kleineren Monitoren, aber wenn man ein DVI-Kabel kauft, dann möchte ich ein Kabel, was auch bei Monitoren funktioniert, die größer als 25 Zoll sind. Denn diese Kabel, die nur solche kleineren Monitore versorgen können, liefern auch selten ein schönes Bild. Und deswegen bin ich auch relativ sauer, dass auf der Seite von diesem Kabel gar nicht erwähnt wird, dass das nur bei kleineren Monitoren gibt. Es besteht zwar die geringe Chance, dass wir vielleicht ein Kabel hier erwischt haben, das eine Fehlproduktion ist, aber eigentlich darf es so etwas nicht geben. Also ihr merkt, ich bin ein wenig sauer auf diesen Hersteller des Kabels, beziehungsweise auf dieses Kabel. Aber das Ganze ist auch eigentlich kein weiteres Problem. Wir haben hier jetzt das neue Kabel, das ist jetzt gerade auch angesteckt, deswegen will ich es nicht in die Hand nehmen. Aber ihr seht, ihr müsst auch bei solchen kleinen Sachen wirklich aufpassen. Selbst wenn das jetzt nur hier so ein Kabel ist für einen DVI-Monitor, es kann ganz schön schief gehen. Es kann sein, dass ihr jetzt vielleicht so wegen so etwas sogar den Monitor wegschmeißt oder so weiter, weil ihr denkt, neues Kabel muss ja funktionieren. Nein, das neue Kabel kann kaputt sein und das habe ich euch hoffentlich in diesem Video gezeigt. Deswegen, ich habe den Link zu dem funktionierenden Kabel, wenn ich es nicht vergessen habe, in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen und ihr könnt auch gerne nochmal den Kanal abonnieren und dem Video ein Like da lassen. Ansonsten könnt ihr noch auf eins der anderen Videos hier klicken. Hier habe ich euch gezeigt, was die 10 häufigsten Schreibseiten in Deutschland waren. Hier habe ich euch gezeigt, wie ihr die Kamera in OBS umformen könnt, so dass ihr euch als Kreis einblendet oder so weiter. Hier habe ich euch gezeigt, wie ihr dieses Mikrofon hier richtig in OBS einbindet, so dass man etwas hört. Auf dem Thumbnail bin ich auch wütend. Und hier könnt ihr nochmal unseren Kanal abonnieren. Ansonsten war es das schon mit diesem Video. Bis dahin und tschüss.